Hallo, Kinder. Lasst uns mal schauen, was Mary und ihr Lamm machen. Mary hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Mary hat ein kleines Lamm, das liebte sie gar sehr. Wo sie war, wohin sie ging, wohin sie ging. Wo sie war, wohin sie ging, das Lamm kam hinterher. Eines Tages lief es ihr, lief es ihr. Eines Tages lief es ihr bis in die Schule nach. Da freuten alle Kinder sich, Kinder sich, Kinder sich. Da freuten alle Kinder sich übers kleine Lamm. Der Lehrer warf das Lämmchen raus, Lämmchen raus, Lämmchen raus. Der Lehrer warf das Lämmchen raus, doch es blieb in der Nähe. Und ganz geduldig wartet es, wartet es. Und ganz geduldig wartet es, dass Mary wiederkommt. Warum liebt das Lamm Mary so, Mary so, Mary so? Warum liebt das Lamm Mary so? Fragen die Kinder laut. Weil Mary liebt ihr Lämmchen so, Lämmchen so, Lämmchen so. Weil Mary liebt ihr Lämmchen so, erklärt der Lehrer schnell. Sind Mary und ihr Lamm nicht süß? Bis bald! Hallo Kinder, kennt ihr die Familie von Bob der Bahn? Zeig mal deinen ersten Finger. Das ist Papa Bahn. Papa Finger, wo bist du? Hier bin ich, wie geht es dir? Hier ist der zweite Finger, das ist Mama Bahn. Mama Finger, wo bist du? Hier bin ich, wie geht es dir? Der dritte Finger ist Bruder Bahn. Bruder Finger, wo bist du? Hier bin ich, wie geht es dir? Der vierte Finger ist Schwester Bahn. Schwester Finger, wo bist du? Hier bin ich, wie geht es dir?
Und der letzte Finger ist Babybahn. Babyfinger, Babyfinger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht es dir? Hat das nicht Spaß gemacht? Zeigt doch mal eure Finger. Papafinger, Papafinger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht es dir? Hier ist der zweite Finger. Das ist Mamabahn. Mamafinger, Mamafinger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht es dir? Der dritte Finger ist Bruderbahn. Bruderfinger, Bruderfinger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht es dir? Der vierte Finger ist Schwesterbahn. Schwesterfinger, Schwesterfinger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht es dir? Und der letzte Finger ist Babybahn. Babyfinger, Babyfinger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht es dir? Das war toll! Bis zum nächsten Mal! Es waren 10 im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 9, 9. Es war 9 im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 8, 8. Es waren 8 im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 7, 7. Es waren 7 im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 6, 6. Es waren 6 im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 5, 5. Es waren 5 im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 4, 4. Es waren 4 im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 3, 3. Es war 3 im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 2, 2. Es waren 2 im Bett und der Kleine sagte, rutscht rüber, rutscht rüber. Also rutschten alle rüber und einer fiel raus. 1, 1. Es war 1 im Bett und der Kleine sagte, gute Nacht. Hallo Kinder, mal sehen, was Johnny so vorhat. Johnny, Johnny, ja Papa, isst du Zucker? Nein Papa, lügst du mich an? Nein Papa, mach den Mund auf, ha ha ha. Johnny, Johnny, ja Papa, isst du Zucker? Nein Papa, lügst du mich an? Nein Papa, mach den Mund auf, ha ha ha. Johnny, Johnny, ja Papa, isst du Zucker? Nein Papa, lügst du mich an? Nein Papa, mach den Mund auf, ha ha ha. Johnny ist ein frecher kleiner Junge, stimmt's? Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort, kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort.
Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort. Kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort. Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort. Kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort. Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort. Kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort. Regen, gehe fort, geh an einen anderen Ort. Kleiner Hans will spielen. Regen, Regen, gehe fort. Fühlst du dich einsam? Dann brauchst du das Freundschaftslied. Manchmal fühle ich mich einsam und allein, und in meinem Magen liegt ein schwerer Stein. Dann suche ich meine Freunde und geh mit ihnen aus, und dann fühle ich mich ganz wie zu Haus. Meine Freunde, meine Freunde, meine allerbesten Freunde, ich will bei euch sein, meine allerbesten Freunde. Manchmal finde ich die Schule so blöd, und ich kann's nicht erwarten, dass sie zu Ende geht. Dann suche ich meine Freunde und geh mit ihnen aus, und dann fühle ich mich ganz wie zu Haus. Meine Freunde, meine Freunde, meine allerbesten Freunde, ich will bei euch sein, meine allerbesten Freunde. Manchmal fühle ich mich glücklich und froh, und dann sag ich allen meinen Freunden Hallo. Dann suche ich meine Freunde und geh mit ihnen aus, und dann fühle ich mich ganz wie zu Haus. Wisst ihr, wer die besten Freunde von Bob der Bahn sind? Ihr alle! Bis bald! Los, Kinder, lasst uns tanzen! 1, 2, brat mir ein Ei. 3, 4, klopf an die Tür. 5, 6, nimm einen Keks. 7, 8, abgemacht. 9, 10, gern geschehen. Es geht noch weiter! 11, 12, such nach dem Wolf. 13, 14, zur Hochzeit gehen. 15, 16, in der Küche stehen. 17, 18, zum Tanz sich drehen. 19, 20, mein Essen schmeckt ranzig. Nochmal von vorne. 1, 2, brat mir ein Ei. 3, 4, klopf an die Tür. 5, 6, nimm einen Keks. 7, 8, abgemacht. 9, 10, gern geschehen. 11, 12, such nach dem Wolf. 13, 14, zur Hochzeit gehen. 15, 16, in der Küche stehen. 17, 18, zum Tanz sich drehen. 19, 20, mein Essen schmeckt ranzig. 1, 2, brat mir ein Ei. 3, 4, klopf an die Tür. 5, 6, nimm einen Keks. 7, 8, abgemacht. 9, 10, gern geschehen. 11, 12, such nach dem Wolf. 13, 14, zur Hochzeit gehen. 15, 16, in der Küche stehen. 17, 18, zum Tanz sich drehen. 19, 20, mein Essen schmeckt ranzig. Hat das Spaß gemacht? Bis bald! Hallo Kinder, habt ihr schon von der Schokoladenallee gehört? Lasst uns da mal hinfahren mit Bob der Bahn. Kennt ihr schon die Schokoladenallee? Die Geschäfte sind aus Zuckerrohr. Wenn es regnet, regnet es Erdbeershake. Dort auf der Schokoladenallee. Wir fahren zur Schokoladenallee. Ja, wir fahren zur Schokoladenallee. Auf und ab kommen wir voran zur Schokoladenallee mit Bob der Bahn. Schaut mal, ist das am Himmel dort ein Eiscremelaster?
Ein Eiscremelaster fliegt über uns, eine Kaugummifabrik gibt es auch und die Donuts rollen an uns vorbei. Wir wünschen Ihnen Glück mit viel Geschrei. Ein Eiscremelaster fliegt über uns, eine Kaugummifabrik gibt es auch und die Donuts rollen an uns vorbei. Wir wünschen Ihnen Glück mit viel Geschrei. An der Schokoladenallee gibt es auch Wiesen, Strände und Wolken. Aus Zucker sind die Wolken gemacht und Popcorn gibt es Tag und Nacht. Auf den Wiesen wachsen Hotdogs fein, nehmt einen Bissen, ich lad euch ein. Aus Zucker sind die Wolken gemacht und Popcorn gibt es Tag und Nacht. Auf den Wiesen wachsen Hotdogs fein, nehmt einen Bissen, ich lad euch ein. Yippie! Das macht vielleicht Spaß! Wir fahren zur Schokoladenallee, ja, wir fahren zur Schokoladenallee. Auf und ab kommen wir voran zur Schokoladenallee mit Bob der Bahn. Wir fahren zur Schokoladenallee, ja, wir fahren zur Schokoladenallee. Auf und ab kommen wir voran zur Schokoladenallee mit Bob der Bahn. Ich liebe einfach die Schokoladenallee. Kommt bald mal wieder. Tschüss. Hallo Kinder, wollt ihr heute etwas Tolles sehen? Ja, das wollen wir, ja. Okay, wir gehen zum Militärlager. Beeilt euch, nicht so langsam. Was seht ihr, Kinder? Wir sehen einen Panzer. Ja, das stimmt. Im Militärlager steht er an erster Stelle. Hallo, Herr Panzer. Was machen Sie? Ich schütze unser Land und auch unsere Grenzen. Schaut, da ist der Armeelaster. Hallo, Armeelaster. Wie geht's? Hallo, Bob. Ich muss den Soldaten Waren liefern. Also muss ich jetzt los. Hallo Ambulanz, du siehst müde aus. Hallo Bob, das liegt daran, dass ich so oft gebraucht werde. Was machst du so den ganzen Tag? Ich helfe beim Transport der verwundeten Soldaten. Ein toller Job. Stimmt, Mr. Bob. Was kommt da aus dem Wasser raus? Vor einer Minute konnte man es noch kaum sehen. Hallo Bob, ich bin das U-Boot. Mein Name bedeutet unter Wasser. Ich kann sowohl im als auch außerhalb vom Wasser sein. Hallo U-Boot, hallo Bob, wie geht es euch? Seid gegrüßt, Mr. Kriegsschiff. Sind Sie von weit her gesegelt? Ja, wir segeln auf dem Meer und sichern die Küste. Und das ist gewiss etwas, worauf Sie stolz sein können. Seht mal, das ist ein Flugzeugträger. Oh ja, das bin ich. Hallo mein Lieber, ich bin die Militärbasis auf dem Meer. All diese Flugzeuge trage ich ganz alleine. Hier kommt das Kampfflugzeug. Oh Mann! Ich fliege sehr hoch, sodass ich den Himmel beschützen kann. Schaut mal! Das ist ein Transporthubschrauber. Was machst du? Hallo Bob, wie geht's dir? Ich transportiere die Truppen durch die Luft und bringe sie an Orte weit oder nah. Hier kommt der Bomber. Passt auf, Kinder! Hallo Bob, ich heiße Bomber und meine Feinde haben Angst vor mir. Meine Bomben können alle Ziele zu Land und zu Wasser zerstören. Hallo, gepanzertes Personenfahrzeug. Was haben Sie da verborgen? Hallo, ich bringe die Militäreinheiten zum Schlachtfeld. Hi Bob, wie geht's dir? Hallo Hubschrauber, was machst du? Ich bin so etwas Ähnliches wie der Armeelaster und mache mich überall nützlich. Mein Job ist es, Gebiete zu betreuen, die schwer über Land zu erreichen sind. Kinder, seht da! Was für ein Armeetransporter ist das? Könnt ihr es erraten? Kampfflugzeug, Jeep, Hubschrauber. Oh, bitte, sag's uns.
Nein, das ist ein Armee-Luftkissenfahrzeug. Oh mein Gott, da kommt es. Ich kann auf jeder Art von Oberfläche fahren. Und ich gehe dahin, wo es große Probleme gibt. Schaut mal da drüben, Kinder. Hier kommt der Armee-Jeep. Hallo, Bob. Ich kann leicht über raue Straßen fahren. Egal wie hoch oder tief. Kinder, ich hoffe, das Armeelager hat euch Spaß gemacht. Also dann, tschüss. Ich muss mich beeilen. Kennt ihr das Tier-ABC-Lied? Lasst es uns singen mit Bob der Bahn. Alligator, es ist so groß und grün. Ein Krokodil. B, 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 a butterfly, so schön wie eine Königin. Ein Schmetterling. C, 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 a caterpillar, oh, wie langsam sie kriecht. Eine Raupe. D, 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 a dog, wie er auf seinen Pfoten springt. Ein Hund. Sein Rüssel ist unendlich lang. Ein Elefant. F, 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 a frog, er streckt seine Zunge raus. Ein Frosch. G, 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 Giraffe, ich kann nur die Hälfte sehen. Eine Giraffe. Ha, 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 a hippopotamus, es liegt im Fluss den ganzen Tag. Ein Nilpferd. Sieht wie ein Dinosaurier aus. Ein Leguan. J, 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 a Jaguar, hat tausend Flecke und noch mehr. Ein Jaguar. K, 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 a Kangaroo, schau wie es hüpft und springt. Ein Känguru. L, 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 a Lion, den man auch Dschungelkönig nennt. Ein Löwe. M, 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 a monkey, der Bäume über alles liebt. Ein Affe. N, 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 a newt, pass auf, dass er nicht plötzlich niest. Ein Molch. O, 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 an octopus, da sind ne Menge Arme dran. Ein Oktopus. P, 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 a penguin, sein Gang sieht wirklich lustig aus. Ein Pinguin. Kuh, 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 a quail, sie brütet ihre Eier aus. Eine Wachtel. R, 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 a rhinoceros, nimm dich in Acht vor seinem Horn. Ein Nashorn. S, 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 a starfish, dieses Tier gibt's nur im Meer. Ein Seestern. T, 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 a tiger, ich glaub, dass er ein Schläfchen macht. Ein Tiger. Diese Hörner an. Ein Urial. V, 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 a vulture, fliegt im Himmel hoch hinaus. Ein Geier. W, 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 a walrus, wie groß seine Zähne sind. Ein Walross. X, 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 an X-Ray-Fisch, man sieht durch diesen Fisch hindurch. Ein Röntgenfisch. Y, a Jack, ich glaube, ihm ist ziemlich kalt. Ein Jack. Z,
Z, a Zebra. Sieht wie ein Pferd mit Streifen aus. Ein Zebra! Das war das Tier-ABC-Lied. Hat das nicht Spaß gemacht? Dann kommt bald wieder mit Bob der Bahn. Hallo Kinder, ich bin Bob. Heute wollen wir das Alphabet lernen. Der erste Buchstabe, den wir suchen, ist das A. Los, suchen wir A. Kinder, könnt ihr A sehen? Er versteckt sich hinter dem Laternenpfahl. Oh, hallo Bob. Ah, kommst du mit? Ja, Bob. Was machst du da oben, B? Ich hab dich gesucht und da bist du ja. Schaut, Kinder, da ist C. Er scheint irgendwo hinzugehen. Hallo, Bob. Hallo, C. Wo gehst du hin? Ich gehe in den Park. Warum kommst du nicht lieber mit uns? Au ja! D, was machst du hinter den Bäumen? Ich spiele Verstecken. Kommst du mit auf eine Vergnügungsfahrt? Ja! Hallo E, wie geht's? Hast du Lust mitzukommen? Hallo Bob, mir geht's gut, danke. Ja, ich würde gerne mitkommen. Kinder, was ist denn das? Oh Gott, das ist F. Hallo Bob. Hallo G, wo gehst du hin? Hallo Bob, ich treffe mich mit H. Komm mit. Hallo H. Hallo Bob. G, fahren wir mit Bob? Ja. Kinder, die nächsten Buchstaben sind I und J. Wir warten auf den Bus. Er bringt uns zur schwimmenden Insel. Ich fahre euch zur schwimmenden Insel. Kommt beide mit. Kinder, seht mal K. Er ist auf der Schaukel. Bob, kann ich mit meinen Freunden E und J mitkommen? Ja. Hurra! Warte auf mich, ich will auch mit. Hallo M. Was machst du? Hallo Bob, ich gehe nach Hause. Warum kommst du nicht lieber mit uns? Ja, hurra! Hallo N. Hallo O. Hallo Bob. Hallo Bob. Hallo P, wo ist Q? Hallo Bob, ich versuche Q zu finden. Hilfst du mir, Q zu finden? Da, Q versteckt sich hinter dem Haus. Schaut, Kinder, da ist S. Hallo Bob, ich warte auf R. Hallo Bob. Hallo T, gehst du irgendwo hin? Hallo Bob, ich gehe in die Stadt, um U und V zu treffen. Lass uns doch U und V zusammen besuchen. Hallo U und V, kommt ihr mit mir, um W zu treffen? Ja, wir wollten W auch treffen. Lasst uns zusammen gehen.
Hallo W. Hallo Bob. Ich warte auf meine Freunde T, V und U. Hast du sie gesehen? Ja, sie sind an Bord. Willst du nicht mitkommen? Ja! Hurra! Sieh mal, all unsere Freunde. Können wir mitkommen, Bob? Ja, X, Y und Z. Das war ein Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich bin Bob, die Bahn. Wollt ihr ein Weltraumabenteuer erleben? Ja! Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Seht ihr dort den Merkur? Er steht der Sonne nah. Ist dort nicht furchtbar heiß? Verbrennen wollen wir nicht. Ihr seid in Sicherheit, wir gehen nicht zu nah ran. Die Sonne macht uns braun, vom Kopf bis zu den Zehen. Schaut, da ist Venus schon in Wolken eingehüllt. Ist dort denn jemand drin? Den rufen wir ganz laut. Hallo, ist da jemand drin? Sieht wie die Erde aus, doch niemand lebt da drauf. Komm, lasst uns weiterfahren auf der Planetenbahn. Das hübsche blaue Ding, das ist unsere Erde. Ja, da sehen wir das Meer und das Land und Schnee. Wir können leben dort, denn es gibt Atemluft. Und es ist nicht zu heiß und es ist nicht zu kalt. Rat mal, was vor uns liegt. Es ist der rote Planet. Wir sehen ihn näher an, schaut mal, wie schön er ist. Das ist Planet Nummer 4, er kommt direkt nach uns. Weißt du auch, wie er heißt? Sein Name ist Mars. Und jetzt kommt Jupiter, siehst du, wie groß er ist? Der größte überhaupt, wie 1000 Erden groß. Er hat nen roten Fleck und viele Monde drum. Komm, lass uns weiterfahren mit dem Planetenlied. Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Der ist ja wunderschön, hat einen runden Ring. Er wird Saturn genannt, lasst uns ne Runde drehen. Oh, da sind noch mehr Ringe, gemacht aus Eiskristall. Hier würd ich gerne sein. Wär das nicht wunderbar? Vor uns liegt Uranus, er glänzt ganz grün und blau. Doch drinnen sehen wir nichts, denn da ist zu viel Gas. Hallo, was versteckst du da drinnen? Und jetzt kommt der Neptun, er hat ein schönes Blau. Man nennt ihn Eisgigant und Wasser gibt's dort auch. Planeten habt ihr gesehen, doch es gibt noch viel mehr. Was man dort sehen kann, sehen wir beim nächsten Mal. Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Ich hoffe, die Planetenfahrt hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal mit Bob der Bahn. Hallo, ich bin Bob, die Bahn.
Wollt ihr mit mir auf eine Alphabetfahrt gehen? Ja! A, A, B, B, C und D, E, E, F, F, G, H, I, J, J, K, K, L und M, N, N, O, O, P, Q, R, S, S, T, T, U und V, W, X und Y, Y und Z. Hat das nicht Spaß gemacht? Lasst uns jetzt von Z anfangen. Z und Y und X und W, V und U und T und S, R und Q und P und O, N und M und L, K, J, I und H und G und F, E, D, C und B und A. Und noch einmal, jetzt fangen wir wieder von A an. Singt alle mit. A und B und C und D, E und F und G, H, I, J und K und L und M, N und O und P, Q, R, S und T und U und V, W, X und Y und Z. Hat euch das Alphabet mit Bob der Bahn Spaß gemacht? Ja! Bis zum nächsten Mal! Hallo Kinder, wie geht es euch heute? Macht euch bereit, denn heute wollen wir spielen! Wir wollen Spaß haben mit farbigen Figuren! Alle Figuren sollen sich selber vorstellen! Quadrat ist mein Name. Meine vier Seiten sind alle gleich. Dreht mich herum, mir ist's egal. Ich bleib doch gleich. Ich bin ein Quadrat. Kreis ist mein Name. Schaut, ich dreh mich rundherum. Und dann könnt ihr verstehen, dass meine Räder sich endlos drehen. Ich bin ein Kreis, ein Kreis. Rechteck ist mein Name. Meine vier Seiten sind nicht gleich. Zwei sind kurz und zwei sind lang. Zählt meine Seiten, dann seht ihr's gleich. Eins, zwei, drei, vier. Dreieck ist mein Name. Aufwärts geht's zur Spitze hoch und dann abwärts und dann noch gerade rüber. Sagt mir, was das ist? Ein Dreieck, ja, ein Dreieck bin ich. Okay, Kinder, auf geht's. Spielt mit den Figuren und baut was zusammen. Ja! Nun zeigt mal eure wunderbaren Künste. Wir wollen ein schönes Figurenhaus bauen. Meine vier Seiten sind alle gleich. Wie heiße ich? Quadrat! Genau, wir stellen es hier hin. Nun schaut nach oben und sagt mir, welche Figur das Dach hat. Dreieck! Ja, lasst es uns im richtigen Winkel aufstellen. Wir sind unschlagbar. Jetzt nennt mir eine Figur mit zwei langen und zwei kurzen Seiten. Rechteck! Genau, es ist das Rechteck. Was für ein schönes Haus wir gebaut haben. Yeah! Das hat Spaß gemacht. Nun lass uns noch was bauen. Wir fahren heute etwas weiter weg. Drum lass uns zusammen ein Auto bauen. Ja! Welche Figur geht endlos rum und herum? Wisst ihr das noch? Kreis! Ja, es ist ein Kreis. Wir wollen ihn so hinstellen. Nun brauchen wir für unsere Reise eine Figur mit zwei langen und zwei kurzen Seiten. Rechteck! Ja, es ist ein Rechteck. Und wir wollen es so aufstellen.
Welche Figur mit vier gleichen Seiten kommt ganz oben hin? Quadrat! Ja, es ist ein Quadrat. Wir wollen es so hinstellen. Aus all den Figuren haben wir ein wunderschönes Auto gebaut. Yeah! Zur Abwechslung wollen wir einen Baum machen. Was meint ihr, Kinder? Seid ihr dafür? Ja! Diesmal fangen wir mit einem Rechteck an. Sieht das nicht gut aus? Welche Figur sollen wir noch benutzen? Kreis? Rechteck? Oh, bitte sag es uns! Okay, wir brauchen ein paar Dreiecke. Wow, das sieht wie ein schöner Baum aus. Was meint ihr, Kinder? Ja! Kinder, lasst uns noch etwas bauen. Wie wäre es mit einer hübschen Wippe? Ja, auf einer Wippe können wir den ganzen Tag spielen, von morgens bis abends. Okay, mit welcher Figur sollen wir dieses Mal anfangen? Ein Dreieck wäre perfekt für unsere Wippe. Jetzt brauchen wir eine Figur mit zwei kurzen und zwei langen Seiten. Ja, wir wollen ein Rechteck einbauen. Jetzt lasst es uns vorsichtig einfügen. Schaut, wir haben unsere eigene Wippe gebaut. Das macht so viel Spaß heute. Ja, Bob. Hurra, hurra. Wir müssen uns irgendwo hinsetzen und etwas essen. Lasst uns einen Tisch und ein paar Stühle bauen. Wir nehmen vier Rechtecke für die Beine. Wir bauen sie alle in diesem Winkel ein. Das sieht großartig aus. Danke, Rechteck. Jetzt brauchen wir eine runde Figur. Kinder, könnt ihr mir sagen, wo es sowas gibt? Ein Kreis! Genau, ein Kreis. Den bauen wir ganz oben ein. Hier ist unser schöner Tisch, noch schöner als gekauft. So, jetzt brauchen wir noch Quadrate und Rechtecke für unsere Stühle. Das sieht wunderbar aus. Jetzt können wir uns alle irgendwo hinsetzen. Danke, ihr Figuren. Das hat heute so viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal mit noch mehr Spiel und Spaß. Hallo Kinder, wollt ihr auf eine Farbenreise gehen? Dann steigt ein. Gelb, gelb, die Sonne ist schön. Gelb, gelb, die Sonne ist schön. Lila, lila, die Trauben sind schön. Lila, lila, die Trauben sind schön. Blau, blau, der Himmel ist schön. Blau, blau, der Himmel ist schön. Weiß, weiß, die Wolken sind schön. Weiß, weiß, die Wolken sind schön. Kommt alle mit auf die Farbenbahn, da könnt ihr helle Farben sehen. Kommt alle mit auf die Farbenbahn, lasst uns eine Runde drehen. Grün, grün, seht die Bäume an. Grün, grün, seht die Bäume an. Rot, rot, seht die Blumen an. Rot, rot, seht die Blumen an. Orange, orange, seht das Haus an. Orange, orange, seht das Haus an. Rosa, rosa, seht die Türe an. Rosa, rosa, seht die Türe an. Kommt alle mit auf die Farbenbahn, da könnt ihr helle Farben sehen. Kommt alle mit auf die Farbenbahn, lasst uns eine Runde drehen. Ich hoffe, die Farbenfahrt hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.